So, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Jetzt für euch Tag 3 vom Geschenke-Event und heute gibt es auch das Ash Cap Pikachu. Nach dem Weihnachtshut Pikachu und dem Partyhut Pikachu gibt es also das Pikachu mit Ash Cappy, was ihr natürlich auch schillern fangen könnt. Und wir wollen noch kurz mal Infos zusammentragen, bevor wir die geschlüpften Eier zeigen und gucken, was heute drin war. Denn ich habe es gestern schon gesagt, eine neue Safari-Zone wurde angekündigt in Montreal. Wir gucken mal kurz hier auf die offizielle, auf den offiziellen Ausruf, die Ausschreibung mit dem Titelbild dazu. Da seht ihr nämlich schon mal Tropius, was wohl das kontinentale Pokémon sein wird. Da ist Ponita noch zu sehen, gibt es ja schon in Shiny. Auch Incognito sind wieder da. Dann dieses Libeldra, heißt das so? Irgendwas anderes. Auf jeden Fall das von diesem Knacklion, die Weiterentwicklung. Und ein Hummelmon ist auch da. Das ist rechts zu sehen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was Hummelmon ist, Ninja Tom, Ninjask, Ninkada, die ganze Familie. Und Yanma soll ja auch vermehrt erscheinen, wo man drauf schließen kann, dass Yanma wohl als nächstes dann als Shiny Pokémon eingeführt wird. Das Ganze also vom 20. bis 22. September. Zählt also nicht mehr zu den Sommerveranstaltungen. Das machen wir mal weg. Dann ganz krass heute angekündigt, es wird bald wieder neue Krypto-Pokémon geben. Die erste Welle ist ja weg, obwohl die kann man immer noch erhalten. Die anderen in der zweiten Welle schmuggeln sich immer mehr rein. Da habe ich auch noch nicht alle. Und jetzt gab es schon wieder eine neue Ankündigung von der dritten Welle. Ganz krass dabei, Kangama ist ja aufgelistet, was ja eigentlich kontinental ist, aus Australien. Das als Krypto-Pokémon dann zugänglich für jeden. Das wäre schon was Besonderes. Ansonsten habt ihr da Dikta, Diktri stehen, Rihorn, Rizeros, Rihonyor. Was auch richtig genial ist, sich ein 100%iges Rihonyor zu basteln. Und die Krypto-Versionen sehen bestimmt auch richtig brutal aus. Kramurks und Kramchef, auch eigentlich richtig genial. Kaumalat, Karksel. Kaumalat, Knaxel und Knackrack ist wahrscheinlich das Highlight, denn so könnt ihr dann schön Bonbons farmen von Kaumalat, euch ein Knackrack entwickeln und habt natürlich die Chance gleich auf ein Level 25er Knackrack mit guten IV. Krabby Kingler noch dabei, Muschas, Austaus, Kleinstein, Georock, Geowatz, finde ich auch genial. Damals immer genommen als Steinsangreifer oder Bodenangreifer und Hippopotas, Hippoterus. Also da kommt einiges auf uns zu. Es ging ganz gemächlich los. Dann kamen ein paar coolere Pokémon rein und jetzt kommen die überkrassen Mega-Shit-Pokémon in die Krypto. Stops in die Team Rocket Stops, also das Feature ist noch nicht ausgereizt. Dann gibt es natürlich auch den Shellast Community Day. Das ist der nächste, der natürlich angekündigt wurde. Ich muss die Infos jetzt mal alle hier schnell mit reinpacken, dass es nicht heißt, ja, uns entgeht alles, der sagt gar nichts mehr. Aber der nächste Community Day ist bekannt gegeben worden mit Shellast. Da geht es wieder los mit dem Pflanzenstarter. Dann kommt wieder der Feuerstarter und als letztes natürlich wieder der... Ja, wie passend, ne? Als letztes dann natürlich wieder der... gerade habe ich Feuerstarter gesagt und da seht ihr einfach wieder drei Panflammen rumsitzen, einfach so hier. Die sind also der Feuerstarter von der dritten Generation, aber erstmal Shellast und als zweites dann, naja, als drittes meine ich, zum Schluss hier Plinfa, dieser Pinguin, genau. Da gucken wir auch nochmal ganz kurz drauf, die App hat sich schon wieder geschlossen, deswegen hat das jetzt gedauert. Und der nächste ist dann also am Sonntag, der 15. September, diesmal wieder von 11 Uhr bis 14 Uhr. Die ganze Zeit war das ja nachmittags, jetzt ist es wieder frühs, also mittags im Prinzip, 11 bis 14 Uhr. Schreibt mal rein, welche Zeit hat euch besser gefallen? 16 bis 19 oder 11 bis 14, das ist ja unterschiedlich und es wird natürlich dreifach Sternenstaub geben. Jetzt wollen wir aber mal reingucken, was alles geschlüpft ist am Tag 3, ob es ein Shiny Mobile gab, ob es andere Shinies gab, was sonst noch dabei ist, das schauen wir uns jetzt an. So, angefangen hat das Ganze nämlich mit einem Partyhut Pichu, weil es ja eben vor dem Tag war, als eben Partyhut Pikachu da war und das konntet ihr natürlich auch als Shiny bekommen, jetzt hier das Pichu, wie ihr seht. Wir gucken uns das nochmal an, auch die Werte dazu. Aus Innsbruck, Tirol, Österreich. Verteidigung KP auf 15, Angriff auf 13. Das sieht sehr gut aus. Müsste ein 96er sein. Und 3 Sterne Bewertung. Dann geht es weiter mit Isso, auch Angriff 15 aus Antalya, Türkei.
Wer hat hier Geschenke aus der Türkei geschickt? Schreibt es mal in die Kommentare. Auch eine 3-Sterne-Bewertung. Kann natürlich auch scheinig sein, dass Pichu mit dem Hut auch. Vulpix Alola, leider kein Shiny, das suchen wir ja eigentlich. Wieder aus Thema Thüringen, Deutschland mit Angriff 15, aber nur eine 2-Sterne-Bewertung. Dann wieder mal ein Kusilla aus Yokohama, Kanagawa, Japan mit 15 KP, 3-Sterne-Bewertung, kein Shiny. Das nächste Kusilla hinterher, wieder aus Thema Thüringen, KP 15, Angriff 13, Verteidigung 12, trotzdem 3-Sterne-Bewertungen, hätte auch shiny sein können, ist es aber nicht. Dann habt ihr einen Mamfaxo aus Hildburghausen, also direkt von hier, mit nur einer 2-Sterne-Bewertung, kein Wert auf 15, das geht also besser. Und da haben wir ein Mobile, das suchen wir ja eigentlich. Das kommt aus Simmern, Hunsrück, Rheinland-Pfalz, aber ist leider kein Shiny. Einen habe ich heute gesehen, der Fabian Browatzki, der hat schon ein Shiny bekommen, hat das auch in die Gruppe gepostet, das werdet ihr wieder in der Raid am Mittwoch-Folge sehen. Und hier das Mobile trotzdem 3 Sterne mit 13, 14, 14 bei den Werten. Ihr seht, ihr könnt das eigentlich trotzdem gut ablesen. Das nächste ist so aus Odessa, Odessa Oblast, Ukraine. Mit einer 3-Sterne-Bewertung, 15 KP, wieder kein Shiny. Und dann kam der Wechsel, ne? Ihr seht, da ist schon das Pichu mit Ash Cabby. Wir haben also eins mit Partyhut gehabt und jetzt eins mit Ash Cabby, weil das in der Nacht irgendwie dann gewechselt hat. Um 3 Uhr wechselt das, glaube ich, immer. Das kommt aus Taipei City, Taiwan. Hat auch 3-Sterne-Bewertungen mit 14, 14, 9. Also 9 ist nix. Trotzdem sieht süß aus. Hättet ihr auch Shiny bekommen können. Dann haben wir einen Dick dahinterher aus Alsdorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland mit 15 KP. Trotzdem nur 2-Sterne-Bewertungen. Nicht Shiny, aber habe ich die Familie eh schon voll. Ein weiteres Alola Vulpix mit 15 KP, aber nur 2 Sternen aus Schaffhausen, Schaffhausen, Schweiz. Kennt ihr nicht Schaffhausen in Schaffhausen? Schreibt es mal in die Kommentare, wer da wieder aus der Schweiz Geschenke geschickt hat. Ein Togepi haben wir noch mit 3-Sterne-Bewertung aus San Francisco, Kalifornien, USA. Das Kleine, ob es da nicht verloren rumsteht in Kalifornien. Mit, was hat das? 12, 14, 14, 3-Sterne-Bewertung. Habe ich auch die Shiny-Familie voll. Das ist leider kein Shiny. Dann nochmal ein Isso hinterher aus Meda, Bayern. Mit Angriff 15 und 3-Sterne-Bewertung. Nochmal ein Pichu mit Ash Cabby. Das hätte ja shiny sein können. Ist es aber nicht. Trotzdem 3 Sterne aus Thema. Leider kein Wert auf 15. Nochmal ein Pichu hinterher mit Mütze aus Thema. Diesmal nur 2 Sterne Bewertung. Ein Vonera darf natürlich auch nicht fehlen, damit hier ein bisschen rosa mit reinkommt. Aus Berlin, Deutschland. Das hätte eigentlich aus Köln kommen müssen. Ist aus Berlin. Das rosa Vonera mit 3 Sterne Bewertung. Ein Fluffeluff, auch rosa. Gleich nach dem Vonera aus Rust, Baden-Württemberg. Rust kenne ich sonst nur als Name, aber dass das auch eine Stadt ist. Das sieht sogar richtig gut aus. Das dürfte ein 98er sein. Das hat nämlich Angriff und KP auf 15 und Verteidigung auf 14. Leider kein Shiny, aber wartet auf die Raider Mittwoch-Folge. Da werdet ihr was richtig Krasses sehen, was mit dem Fluffeluff zu tun hat. Und dahinterher noch ein Fluffeluff aus Hildburghausen. Deswegen auch nur 2 Sterne, kein Shiny, kein Wert auf 15. Wenn ihr aus Hildburghausen kommt, schreibt es mal in die Kommentare. Ne? Das muss ich selbst reinschreiben, das machen wir dann mal bestimmt. Das waren jetzt wieder 18 Eier. Ihr seht, in der ersten Folge waren es 20, in der zweiten waren es 18, jetzt auch wieder 18. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir es noch schaffen, nicht unbedingt die 30 Eier zu bekommen, aber die 20 werden wir sicherlich mal toppen und vielleicht so 25 mal schaffen in einer Folge, das wäre genial. Kommt ja auf die Geschenke an und wie viel Glück ihr habt, ob da wirklich jedes Geschenk ein Ei abwirft oder eben nicht. Aber finde ich genial, macht Spaß auf jeden Fall und viele haben da schon Erfolg gehabt. Die schicken immer cool ihre Sachen durch die Gegend. Raider Mittwoch wird also richtig spannend. Das war der Tag 3 vom Geschenke-Event. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.